Hallo Welt, da sind wir wieder hier vor unserer Arena und ich frage mich, warum haben wir das eigentlich hier so nett eingerichtet? Wer möchte denn hier oben bei dem Lärm schlafen? Da will doch keiner schlafen. Wir haben schon Maulwurfsratten gefangen, die anderen Käfige scheinen noch leer zu sein. Und wir hatten einen Angriff hier miterlebt von Maulwurfsratten in der Vergangenheit und ich vermute mal, dass je mehr wir davon aufbauen hier, von diesen Käfigen, umso mehr Angriffe kommen dann auch. Ja, wir hatten in Sanctuary zum Beispiel das Problem, gleich in der 1400. Folge, dass wir dort die Käfige mal aufgebaut haben, um zu gucken, was das so alles ist. Und da sind zum ersten Mal, seit wir das Spiel spielen, sind da Ghule eingefallen. Ja, was heißt, eigentlich waren die relativ friedlich, glaube ich. Die waren erstmal verwirrt. Aber sie waren auf jeden Fall da und das waren sie vorher nie. Von daher denke ich schon, dass es vielleicht damit was zu tun hat. Wenn man Fallen aufbaut, dann kommen sie. Jetzt hatten wir hier auf der Abernathy Farm hatten wir einen Angriff von Maulwurfsratten. Ja, die gab es, glaube ich, könnte sein. Ich glaube, die gab es schon am Anfang mal hier. Okay, Jamaica Plain hat sich erfolgreich verteidigt. Das ist schön. Und ich höre es schon aus den anderen Löchern da drüben überall. Höre ich da schon den Radau? Okay, ein Loch ist noch. Alles Gunner Raider. Alle Gunner Käfige sind voll. Da oben sind die Maulwurfsratten. Red Hirsch ist voll. Und was haben wir hier noch? Ein Ghoul. Ein einsamer kleiner Ghoul. Oh. Ja gut, ein Meierlurk fehlt noch. Vielleicht sollten wir dennoch hier mal die Türen öffnen. Ja gut, das ist jetzt hier ziemlich nebelig. Also lassen wir das mal lieber. Und wir sollten uns mal schnell einen Weg suchen, wie man nach oben kommt. Moment, wieso hakt es hier? Ja, es ist zu neblig, da machen wir das jetzt nicht. Ja, und wie ich schon sagte, so gut kann man von hier oben auch nicht sehen. Aber was mich brennend interessiert, ist eben, ob die Raider jetzt hier durchschießen können oder nicht. Nur bei diesem Nebel sieht man ja nichts. Uah! Fast darunter gefallen noch. Ja gut, dann geht's eben erstmal nach unten. Einen Aufzug haben wir nicht hier. Und hier sollten wir doch auch mal weiterbauen dann. Ach so, das geht hier hin? Na gut. Ach, nach unten wäre schön, wenn da auch noch was nach unten geht. Haben wir ja fast. Hier haben wir fast was. Ja, das ist schon sehr schade. Man kann schon gar nichts mehr bauen hier. Sowas vielleicht hier drauf. Boah, das ist erstmal besser als nix.
Ja, das geht. Ob wir aber hier noch was hinbauen können, na, ich weiß es nicht. Wir haben doch gar kein Material mehr. Ja, da stehen jetzt leider, leider, leider die Käfige vor. Wir gehen mal runter, bevor wir nur doch noch auf die Idee kommen, die Käfige aufzumachen. Das ist aber mal richtig. Die machen aber richtig Randale da oben. Der Hirsch. Es ist nur der Hirsch, der so viel Krach macht. Die Moral sinkt, aber eigentlich war die bei 69 oder so etwas vorher. Und hat sie jetzt schon wieder was? Sehe ich es richtig, dass du handeln willst? Richtig. Klingt gut. Aber ich wusste auch nicht, dass die so einen Radau da oben machen. Ich meine, in Sanctuary Hills, da hört man das gar nicht so sehr. Filzhut, ohne irgendwas zerknittert zu sein oder was? Einfach nur ein Filzhut. Hatten wir das schon? Ja, der gelbe wahrscheinlich. Oh, sehr schön. Wir haben wieder Dünger, wir haben Holz und Leder. Naja, so fünf Teile können wir da oben dann also weiterbauen. Das lohnt sich noch nicht wirklich. Und sie hat so viel 5,56 mm Patronen, aber keine vernünftige Waffe dafür. Können wir denn da nicht mal was gegen tun? Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ah ja, Dann lass mal schon sehen, was du so hast. Großartig. Okay, der ganze Schrott, den nehmen wir uns. Da ist doch mit Sicherheit auch einiges Brauchbares dabei. Hier Ladungen Beton schon wieder. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, bestimmt. Handeln, handeln, handeln. Klar. Ich schau mal, was du hast. Großartig. Waffen und Kleidung. Na, die Kampfrüstungen sind ja schon nicht schlecht. Entschuldigung, für die Siedler wenigstens sind die gut. Boah. Die hat auch so viel 10 mm Patronen. Wie können die so viel schleppen? Hey. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Und wie heißt das Eichhörnchenbissen? Klar. Zeig mal, was du da hast. Großartig. Die verkaufen keine Eichhörnchenbissen mehr hier. Das gibt's doch gar nicht. Ist das Absicht? Wir haben bald alles aufgebraucht. Das wurde vorher immer mehr. Okay. Hey, wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau richtig. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Und
Und wir holen uns hier die 556mm Patronen, die 10mm Patronen und ich dachte Brennstoff, aber sie hat keinen Brennstoff. Na gut. Und Eichhörnchenbissen? Ausverkauft oder gibt's Hi. Die noch? Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Und Eichhörnchenbissen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Wo sind die Eichhörnchenfallen? Da müssen ja keine Eichhörnchen drin sein, aber wenigstens Eichhörnchenbissen. Ja, die verkaufen das nicht mehr. Muss man für Eichhörnchenbissen jetzt wirklich bis nach Diamond City laufen? Da sind so viele Händler, da hatte man so gut wie immer Glück. Okay, die haben alle gute Kronkorken hier. Ach, die Ärztin. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Mhm. Unterhemd und Jeans? Ja. Sehr gut. Na, da ist auch nichts bei, was wir gerne hätten. Achso, abbrechen? Nein. Annehmen? Okay. Ja, viele Kronkorken haben die Leute hier auf jeden Fall. Und wir sind gut überladen. Jetzt geht es wieder. Ach so, wie sieht das hier eigentlich mit unserem Brahmin aus? Haben wir da wenigstens die Falle wieder aktiviert? Nein, wir hatten keinen Kupfer. Jetzt haben wir wieder Kupfer. Und reparieren. Und... ja, reparieren wir das, genau. Dann könnten wir doch mal ganz kurz hier ein Karottenfeld irgendwo anlegen. Hier vorne soll scheinbar Mais hin. Da unten sind überall Tatos. Und wir haben das aber schön aufgeteilt alles. Scheint wirklich was zu werden. Mutterbeeren sind hinter dem Haus und hier können wir weiter Mais anpflanzen und ich denke ein paar Karotten daneben. Mais, 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 Mais. Melonen sind hier, aber noch keine Kürbisse und Klingenkorn ist auch nicht allzu viel hier, aber wir haben jetzt auch keins mehr, na gut. Oh, Sanctuary wird angegriffen. Ja, da müssen wir mal gucken jetzt, was da los ist. Und wir waren hier gerade so schön am Pflanzen. Na, das können wir immer noch machen. Okay, auf nach Sanctuary. Sanctuary Hills wird angegriffen. Und beim letzten Mal ist da ja einiges kaputt gegangen. Wir haben diesmal die Raketenwerfer ausgeschaltet.
Und sollen wir nicht mal unsere Glückssachen seit langer Zeit mal wieder anziehen? Wahrnehmung auch. Und los geht's. Oh, das ist ja zum Glück nicht allzu weit. Da schießt ja immer noch ein Raketenwerfer irgendwo. Was ist da los? Das war's aber scheinbar noch nicht. Aber was für ein Raketenwerfer hat denn da noch geschossen? Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Oh, ist der da oben etwa noch angeschlossen? Nein. Irgendwo hat noch ein Raketenwerfer geschossen. Und irgendwie sind hier immer noch einige Lampen verschwunden. Haben wir hier oben nicht auch einen Raketenwerfer stehen? Ja, die können ja nicht schießen, wenn die nicht am Stromnetz angeschlossen sind. Die beiden da oben. Hier war doch noch ein Supermutant irgendwo. Na gut, ich glaube, den anderen, den finden wir nicht mehr. Supermutant. Also die kommen immer von dieser Seite, schon zum zweiten oder dritten Mal habe ich das jetzt mitbekommen. Aber hier kommen wir auch ganz gerne durch. Mal sehen, was wir hier so aufbauen können. Waren hier nicht die Busse dabei? Nochmal so ein Bus wäre ganz nett hier. Und ja, hier ist das Stromkabel dran. Ja, das mit dem Bus wird wohl nichts. Zäune. Ach so, haben wir schon wieder Holz?
Das klappt so auch nicht. Ja, das lassen wir hier erstmal offen. Wir kommen ja auch hier immer durch. Und das hier können wir reparieren. Und, nein, können wir nicht. Wir haben kein Kupfer. Habe ich das richtig gesehen? Doch. Klingenkorn fehlt. Okay. Oh nein. Auf den Jaguar? Ah, der Jaguar. Immer noch? Ja, gut, dass der Jaguar noch hier ist, oder? Also da sollten wir auch mehr von haben vielleicht. Ist nur ein Problem, wenn mal die Energieversorgung unterbrochen wird. Wie gesagt, so ein Notstromgenerator. Und alles gut hier? Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Hey, Moment mal. Das waren ja von beiden Seiten kamen die, oder wie? Das waren ja doch richtig große Angriffe. Der Mutantenhund könnte ja eigentlich noch unser gewesen sein. Das Ding hier oben ist kaputt. Oder doch nicht? Geschützturm? Jep, reparieren. Haben wir alles, oder? Okay, das sollten wir auch alles haben. Ja, das ist schon übel, wenn das jetzt öfter passiert hier. Ja, ich frage mich nur, wo kommen die her? Wirklich hier durch vielleicht? Und durch das Tor? Das habe ich jetzt aus dieser Richtung, haben wir das ja nicht mitbekommen, woher die kamen. Aber da liegen sie. Haben wir denn auch eine Falle für Supermutanten schon gebaut? Ich glaube nein. Ich denke, dann können wir uns schon wieder auf den Weg machen zurück, denn dann wird gleich mit Sicherheit unser anderes Dorf da angegriffen.
Splittergranaten. Ah, das ist auch ziemlich fies. Rotes Kleid können wir verbessern und... Na, ich glaube, das war's dann erstmal. Ach so, können wir das hier überhaupt vielleicht verbessern? Hier kann man gut seine Waffe verbessern. Ach, das ist ja auch schön, dass man da andere Lampen dran bauen kann. Vault Boy finde ich eigentlich sehr witzig. Sehr schön gemacht. Ja, das mit den Supermutanten ist ja ein Ding. Dass Sanctuary Hills jetzt so oft angegriffen wird. Das gefällt mir nicht so gut. Okay, Bergbauhelme haben wir genug. Jetzt verstehe ich auch, warum die nicht alle gestapelt sind, weil die unterschiedliche Lampen haben höchstwahrscheinlich. Nur wir haben uns die Lampen ja nie so richtig angesehen. Von daher ist das gar nicht groß aufgefallen. Na gut, wollen wir uns hier nicht allzu lange aufhalten? Wir waren ja noch beschäftigt an der Abernathy Farm, da sollten wir ein bisschen was machen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich schauen, ob wir hier noch etwas Wasser rausholen können. Und wir können sogar richtig viel. Das ist gut. Und Kronkorken jetzt nicht so viel, aber das mit dem Wasser hat sich ja schon gelohnt. Dann geht's zurück zur Abernathy Farm. Sind wir die Parasiten schon losgeworden? Ja, heißhungrig, wir haben Hunger. Du, Essen. Geröstetes Meyerlock-Fleisch, gegrillte Red-Kakerlake. Oh, die hat aber einen gesunden Appetit, muss ich sagen. Blutkäfer, Steak. Ausgehungert immer noch. Geröstetes Meyerlock-Fleisch hier nochmal. Und Maulwurfsrattenfleisch, lieber nicht, das ist ja roh. Meyerlock, nee, das nehmen wir auch mit für unterwegs. Mutantenhundekeulen, okay, 0,5, das wiegt ja einiges. Leicht hungrig, immer noch. Schade, dass die ganzen Lebensmittel hier verseucht sind.
Na gut, uns geht's wieder gut. Ich meine, die vielen, vielen Geschütztürme, die wir überall aufgebaut haben, die haben gar nicht so viel gebracht. Weil ich habe nicht mitbekommen, dass die groß geschossen hätten. Oh, den Hund. Hätten wir beinahe übersehen. Oh Mann, das wird aber anstrengend. So mit der Rennerei und allem. Ah ja, die ist aktiv. Und wir können schnell noch ein paar Karottchen hier in den Boden setzen. Moment, wir müssen erstmal das Wasser wegbringen. Sonst bricht es uns gleich wieder die Knöchel. Es ist gut zu wissen, dass es da draußen noch gute Leute gibt. Was? Ach so. Schauen wir erstmal, ob wir unsere Kronkorken wieder bekommen. Hast du noch nie jemanden hart arbeiten sehen? Hallo. Nur zu. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Na gut. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Die Kronkorken. Ansonsten hat sie doch nichts mehr, oder? Hat sie schon wieder... Nein. Sie hat keine Sache mehr. Schrottsachen. Ja, wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Später. Hi. Möchtest du ein bisschen handeln? Ganz recht. Klar, ich schau mal, was du hast. Großartig. So viele Kronkorken. Da werden wir ordentlich Wasser los hier. Was? Hi. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Ich bin ziemlich mitgenommen. Kratzer überladen. Und aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Da, meine Füße tun weh. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Naja, die Kronkorken. Sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Ich kann dich bei Bedarf zusammenfinden. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Sie steht aber auch nicht mehr ganz gerade da, unsere Lucretia. Besonders schnell unterwegs, wenn sie so viel mit sich rumtragen. Hallo. Oh, brauchst du eine Rüstung? Ja, die Kronkorken für mehr. Ich schau mal, was du hast. Immer sag die Kronkorken. Mir, was du haben möchtest.
Nein. Nein. Jetzt nicht. Möchtest du einen Drink haben? Ach, ihr habt doch alle... Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Ihr habt doch alle keine Eichhörnchenbissen mehr. Klingenkorn nehmen wir mal mit. Bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Mhm. Klar, ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Und sie hat immer noch keinen Brennstoff? Ach, das war in Sanctuary, die da keinen Brennstoff hatte. Der lächelnde Harry hatte ja keinen Brennstoff, so war das. Aber sie hat viele Kronkorken für uns. Immer noch so überladen, was ist da los? Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Zeig mal, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Ach so, hier waren wir ja schon. Ja, okay. Ja, aber jetzt sollte es uns doch schon besser gehen. Was? Ja? Was? Ja. Scheint wirklich was zu werden. Das ist cool. Hier wächst das richtig. Ach so, haben wir ja aktiviert. Okay. Ja, was können wir denn sonst noch hier reinlegen? Kronkorken können wir rausnehmen, sehr schön. Und aufbereitetes Wasser? Warum haben wir hier so viel aufbereitetes Wasser drin? So viel? Ja? Naja, vielleicht haben wir das irgendwann mal abgelegt, weil wir überladen waren. Ja, bevor wir es vergessen, legen wir noch schnell hier ein Karottenfeld an. Und ich denke, hier kommt das vielleicht ganz gut. Dann können wir in der nächsten Folge hoffentlich mal die ganzen Fallen, die Arena mal testen, so rum. Energie? Haben wir schon 3 Generatoren? Achso, wir haben unten noch einen hingestellt, ja. Was ist... Naja, es muss sich jemand drum kümmern, das ist schon klar. Aber hier auf der Farm, glaube ich, da findet sich immer irgendwer. Die machen das schon selbstständig irgendwie.
Im Moment noch nicht, aber da wird sich schon jemand drum kümmern. Was? Na, ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne so ein Bild hier von... vom Karottenfeld, aber... Wie heißt er? X6? Ist wieder weit und breit nicht zu sehen. Ja? Da kommt er. Und MacReady auch. Ja? Okay, dann darf ich mich bedanken fürs Zusehen. Ich sage hier Daumen hoch ist es ruhig. Für euch. Zu ruhig. Macht's gut. Oh Mann, das wollte ich schon immer mal sagen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.